Heute wollen wir eine echte Erfolgsgeschichte unseres Kanals weiterschreiben. Sie begann am 4. Februar 2012 und der Test wurde nach kurzer Zeit zum Dauerbrenner und Aushängeschild des Kanals der TCS GmbH. Sein Nachfolger aus dem Jahr 2013 brachte es bis jetzt auf über 90.000 Aufrufe und ist damit unser erfolgreichstes Video. Denn unsere Zuschauer haben wohl irgendwie ein Faible für Outdoor-Smartphones. Jedem das Seine. Bekämpfen wir also weiterhin die Übermacht der Katzenvideos und zwar mit dem Samsung Galaxy X Cover 3. Und damit hallo und herzlich willkommen zu unserem Videotestbericht des Samsung Galaxy X Cover 3. Ja. Eigentlich warten doch alle in diesen Videos irgendwie auf unsere Dschungelprüfungen, haben wir sie früher mal genannt. Naja gut, das ist uns ein bisschen langweilig geworden. Trotzdem warten eigentlich alle darauf, bis wir dieses Smartphone hier versenken. Und ach, was wollen wir euch da länger auf die Folter spannen? Hier haben wir das Samsung Galaxy X Cover 3. Und warum noch so lange warten? Schmeißen wir es doch endlich ins Wasser und machen es so, wie wir es vorher schon immer gemacht haben. Wir legen jetzt einfach eine fetzige Musik drunter. Ich hoffe, hier ist schon irgendwas Fetziges drauf. Wir schauen einfach mal in die Play Music App. Tschüss, X Cover 3. Hat sich ein bisschen komisch und hohl angehört, aber... Naja, es dudelt auf jeden Fall weiter, ja. Gut. So, gut. Genug jetzt hier mit Spaß an der Freude. Machen wir wieder aus. Und ja. Ihr seht schon, nass ist es geworden, aber es funktioniert immer noch. Können wir den Punkt auch abhaken. Jetzt würde ich sagen, kommen wir erstmal zu den technischen Daten des Samsung Galaxy X Cover 3. Jetzt, wo es wieder frisch und sauber ist. Denn das X Cover 3 ist größer geworden, aber dafür dünner. Wir haben jetzt die Maße von 132,9 x 70,1 x 9,95 mm in der Dicke. Dafür hat es jetzt einen 4,5 Zoll oder 11,42 cm TFT mit einer etwas höheren Auflösung, das heißt nun 480 x 800 Pixel. Es wiegt mit seinen 154 Gramm fast gleich viel wie das Vorgängermodell, läuft mit Android 4.4 KitKat mit der TouchWiz Oberfläche. Samsung hat uns aber auch schon Android 5.0 versprochen. Wir haben einen 1,2 GHz Quad-Core Prozessor, 1,5 GB RAM und 8 GB interner Speicher. Davon sind 4,95 GB zu eurer freien Verfügung da. Das Smartphone lässt sich natürlich auch per Micro-SD-Karte erweitern. Schauen wir mal auf die Rückseite zur Hauptkamera. Dort haben wir eine 5-Megapixel-Kamera mit LED-Blitz und Autofokus. Auch Full-HD-Videos sind möglich. Auf den ersten Blick hat sich hier also nicht viel verändert. Auf den zweiten Blick auch nichts, werden wir uns aber nachher noch anschauen. Dann zur Frontkamera, die hat nun 2 Megapixel. Klar, Selfies sind immer wichtiger geworden. Und wir haben jetzt LTE Cat 4, WLAN N und einen Akku, der hier unter dieser Klappe ist, mit 2200 mAh. Und wir haben hier auch keine Schraube mehr zum Öffnen wie vorher, wofür wir natürlich immer ein Stück Geld gebraucht haben. Dann haben wir natürlich immer noch die Besonderheit des X Cover 3, die IP67 Zertifizierung. Das heißt, wir haben Schutz vor Wasser bis zu 1 Meter Tiefe, bis zu 30 Minuten und Staub. Kommen wir dann noch zu den Farben. Das Smartphone gibt es in Dark Silver und wie ihr es hier seht, in Dark Silver. Richtig gehört, es gibt nur eine Farbe, ist mittlerweile sehr selten, aber naja, wenn das Handy so richtig schmutzig wird, kann daraus natürlich auch schnell eine andere Farbe werden. Kommen wir nun also zu den Äußerlichkeiten des Smartphones und schauen uns das X Cover 3 einfach mal von nahem an. Und das, was uns gleich als erstes ins Auge springt, ist diese
blaue Taste, die sogenannte X-Cover-Taste. Zeige ich euch nachher, was ihr damit machen könnt. Auf jeden Fall voreingestellt ist, dass wir, wenn wir kurz drauf drücken, die Taschenlampe anmachen. Geht natürlich aus dem Standby-Modus nicht. Wenn wir länger drücken, ein Foto machen, zeige ich euch nachher. Hier lauter und leiser Taste. Hier seht ihr es auch schon. Hier ist Samsung ganz ehrlich. Es ist und bleibt Plastik. Dafür relativ robust, relativ gut gemacht. Naja, wie es sich halt für so ein Outdoor-Handy eben gehört. Dann haben wir hier unten einen USB-Anschluss zum Aufladen des Smartphones. Und auf dieser Seite hier haben wir den Anschalter des Smartphones. Hier oben dann haben wir einen Kopfhöreranschluss. Auch hier ist keine Klappe davor, genau wie hier unten. Das liegt nämlich daran, dass Samsung das Smartphone nun so gebaut hat, dass trotzdem kein Wasser ins Gehäuse kommt, aber trotzdem keine lästige Klappe benötigt wird. Dann haben wir hier oben das Samsung-Logo, 2 Megapixel Frontkamera. Hier unten dann die Knöpfe, wie wir sie von Samsung kennen, allerdings wie immer bei der X-Cover-Reihe mit richtigen Tasten zum Drücken, keine Soft-Key-Tasten, keine Software-Tasten. Und wir haben jetzt hier aktualisiert natürlich nach Samsung-Design die alle offenen Fenster-Anzeigen-Taste, die Home-Taste und die Zurück-Taste. Schauen wir mal noch auf die Rückseite. Hier haben wir natürlich auch Samsungs bekanntes Outdoor-Design, die 5-Megapixel-Kamera, den LED-Blitz und ja, einen Lautsprecher. Und nachdem wir diese Tour jetzt abgeschlossen haben, würde ich sagen, schauen wir uns doch die Software des Handys ruhig mal an. Ja, Sperrbildschirm mit den bekannten Samsung-Bläschen, die gleichen Geräusche machen wie immer, zum Entsperren. Hier sehen wir es auch schon recht minimalistisch von vornherein gehalten. Wir haben einen ganz normalen Homescreen, auf dem relativ wenig hier voreingestellt ist. Wir haben hier einen großen Google-Ordner, wie es Google mittlerweile vorschreibt. Hier haben wir die Apps. Hier ist natürlich doch wieder einiges von Samsung vorinstalliert worden, aber wir können solche Sachen zum Beispiel wie Zalando einfach deinstallieren, wie man es halt braucht. Auf der Baustelle unterwegs die wichtigsten Apps. Und wo wir schon dabei sind, ich wollte euch ja die blaue Samsung X-Cover-Taste zeigen. Und was passiert, wenn wir länger drauf drücken, kommt die Kamera. Bleiben wir hier doch einfach mal und ich zeige euch die mal etwas. Und zwar legen wir hier einfach mal unser Smartband hin und dann können wir hier ein Foto schießen. Mit der Kamera macht natürlich die gleichen Geräusche wie früher auch, diese scheußlichen. Naja, ich höre besser auf und wir können uns das Bild anschauen. Ist ganz okay, aber das Problem dieser Kamera ist schon, wenn das Bild ein bisschen dunkler ist, man sich in einem Raum befindet, zieht die Kamera relativ viel nach, sieht aus wie eine Billigkamera, wie soll man es anders sagen. Hier in der Helligkeit geht es eigentlich, hier macht sich das nicht ganz so bemerkbar. Naja, trotzdem, Kamera ist nur solide, aber ja. Ist, denke ich mal, auf andere ausgerichtet. Und wie ihr es hier schon seht, wir haben hier hinten, hier oben dieses Logo hier, das steht für die Taschenlampe, denn ich habe vorher aus Versehen diese Taschenlampe angemacht. Ja, Taschenlampe natürlich genau das gleiche wie LED-Blitz. Lässt sich auch über diese Samsung X-Cover-Taste hier oben steuern. Können wir an- und ausmachen, die Taschenlampe. Geht nur beides nicht mehr aus dem Standby heraus. Bei dieser Taste hier ist es ganz praktisch für die Taschenlampe, denn wir hatten schon einige Kunden, die gesagt haben, ja, das ist mir in der Tasche angegangen, die Taschenlampe, und wer vom Auto kennt, man lässt das Licht an, weiß natürlich, dass da über Nacht schon mal die Batterie leer sein kann. Und das passiert dann natürlich beim X-Cover auch. Und außerdem ist das Tolle hier mit der Kamera und diesem Auslöser hier an der Seite zum Fotoschießen. Also auch für den nächsten Tauchgang, wenn ihr mal ein Foto machen wollt, einfach X-Cover 3 rausholen und Fotoschießen. Das so viel zur Kamera, und diese blaue X-Cover-Taste beschäftigt uns weiter, denn das ist eigentlich die Innovation dieses X-Cover 3. Ja, da werde ich fast schon richtig euphorisch. Eine Innovation von Samsung, die man auch mal nutzt. Und die können wir hier in den Einstellungen unter dem Punkt X-Cover-Taste auch anpassen. Denn wir können bei Kurzdrücken nicht nur die Kamera ausführen, sondern irgendeine App,
die wir hier benutzen wollen. Zum Beispiel, was könnten wir damit starten? Play Music, wenn wir gerne Musik hören. Oder wenn wir länger drücken wollen, einfach das Diktiergerät. Das heißt also, wenn ich jetzt hier kurz drücke, war das natürlich der falsche Knopf, denn das ist der Ausschalter. Wenn ich hier kurz drücke, kommt die Play Music App. Und wenn ich hier länger drücke, dann kommt das Diktiergerät. Also wer sowas oft braucht, wer seine Ideen schnell aufzeichnen möchte, für den ist es natürlich eine ideale Idee. Warum kommen da nicht eigentlich mehr Hersteller auf diesen schlauen Trick, auch dass man die Belegung der Kamerataste vielleicht, die manche Handys ja haben, verändern kann. Also wer auf jeden Fall mein Tipp an andere Hersteller, finde ich eigentlich eine super Sache. Nach diesem Exkurs zur X-Cover-Taste würde ich auch schon sagen, kommen wir mal zum Fazit. Denn für mich ist das X-Cover 3 immer noch das Smartphone für alle Fälle, egal ob Schwimmbad oder Baustelle. Das X-Cover ist für den Außenbereich einfach wie gemacht. Und die Leute, die pfeifen wahrscheinlich anders als ich auf ein Full-HD-Display oder ein schickes Design. Hauptsache, sie haben ein Handy zum immer dabei haben. Ja, und für draußen ist dieses Display ja auch eigentlich gut geeignet. Dann kommen wir mal zu den Tops. Das Smartphone läuft flüssig. Wir haben eine IP67-Zertifizierung. Es ist also vor Staub und Wasser geschützt. Wir haben LTE, wir haben diese X-Cover-Taste und wir haben ein Display, was für Outdoor-Einsätze völlig ausreichend ist. Trotzdem mein Flop, das könnte mit den 480x800 Pixeln ruhig noch etwas höher aufgelöst sein. Und das zeige ich euch jetzt auch mal im Browser, wie sich das Ganze nämlich auswirkt mit dem Display. Denn wir können hier einfach mal auf unserer Facebook-Seite, bei der ihr ruhig mal Gefällt mir klicken könnt, anschauen, wie hier die Desktop-Ansicht aussieht. Auf vielen anderen Handys lässt sich die mittlerweile schon ganz bequem lesen, aber bei dieser Auflösung, naja, ist es eher schwierig. Ihr seht schon, das ist eigentlich ein Display, was ganz gut für den Außenbereich auch geeignet ist. Durch diese dickere, fast schon grobe, unscharfe Schrift, die lässt sich immerhin ganz gut lesen, auch wenn man mal draußen in der Sonne steht, und deswegen ist es für diese Leute eigentlich ganz gut geeignet. Ihr könnt uns also auch noch, falls ihr nicht bei Facebook seid oder natürlich auch noch mehr Fanliebe zeigen wollt, unseren YouTube-Kanal abonnieren, unsere Google Plus-Seite, auch bei Twitter könnt ihr uns folgen oder ihr besucht uns einfach mal in unseren Läden in Kaufering und oder Schwabmünchen. Also, dann würde ich sagen, das war's auch schon wieder mit unserem heutigen Test. Und weil es so lustig war, schmeißen wir das Handy doch einfach mal nochmal ins Wasser, oder? Machen wir das? Machen wir das. Schalten wir einfach nochmal die Samsung-Musik an und lassen es hier reinfallen. Ich weiß nicht, viele finden das vielleicht entspannend. Also, da bleibt mir nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal. Du hast unseren extrem erfolgreichen Test zum Samsung Galaxy X-Cover 2 noch nicht gesehen? Dann solltest du das unbedingt nachholen. Und zwar jetzt. Einfach aufs Video klicken und schon geht's los.